Und da sind wir wieder voll dabei bei Awakening Schloss ohne Träume. Ich habe übrigens auch herausgefunden, warum es das Schloss ohne Träume ist, weil man, nachdem man dieses Spiel gespielt hat, vollkommen desillusioniert ist und einfach keine Träume mehr hat. So. Dann gehen wir wohl mal in den ganz und gar geheimen Geheimgang. Mysteriös hier unten. Und wieder diese Koboldfratze. Oh, diese Stahltür mit den Holzornamenten. Wer bist du denn? Der eine, es kostet 10 Bolgenmünzen. Es ist egal, wer du bist. Du musst trotzdem zahlen. Diese Kobolde sind echt... Warum haben wir die Kobolde doch gleich im dritten Teil gerettet? Hätten wir sie nicht einfach... Soziale Mistviecher, ey. Wie praktisch, dass hier quer im Raum verteilt 10 komische Münzen liegen. Ja, ne. Ja, Alter. Gut, du kannst jedoch noch nicht hineingehen. Nur die, die würdig sind, können die Höhle betreten. Kannst du ebenso schnell wie ein Kobold-Kombination wiederholen? Alter. Das ist nicht euer Ernst, oder? Eins geht noch. Shit, ich hab voll nicht aufgepasst. So, oder? Ja. Fantastisch. In Ordnung, Mensch. Willkommen in der Höhle. Alter. Macht mich fertig. Oh Gott, nicht noch mehr Kobolde. Nein. Oh Gott, und das sieht einfach jetzt schon nach Mahjong aus. Nun ja, ein Mensch. Ja, der Spieler mag deinesgleichen nicht besonders und er wird sich weigern, mit dir zu sprechen. Es sei denn, du tust mir einen Gefallen. Siehst du die Münztruhe dort drüben? Irgendein Mörder hat sie durcheinandergebracht und falsche Münzen mit echten vermischt. Sortiere sie wieder heraus und ich lege beim Spieler ein gutes Wort für dich ein. Boah, Alter, das geht voll auf den Hals. Verschlossen, das Schlüsselloch ist klein. Koboldgröße, wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, wie oft muss ich hier eigentlich noch irgendwelche hässlichen Bilder sortieren? Okay. Ich hätte wenigstens ganz gern einen Anhaltspunkt. Aber das lockt auch nicht ein, oder? Doch, tut es. Irgendwie fühlt mich hier so ein Kobold... Ach nee, der Koboldkörper ist hier, okay. Ob diese Kobolde auch Beine haben? Man erkennt hier auf der Hälfte der Bilder halt auch einfach einen Scheiß. Was ist das?
Holy Smokes. Ah, okay, es sind drei Kobolde und die Prinzessin vor einem Spiegel. Das berühmte Gemälde von Pablo Manolo. Wer kennt es nicht? Oh, du gehörst da ganz offensichtlich nicht hin. Gehörst du hier hin? Ja. Du hier hin und du hier hin? Großartig. Okay, wir kommen langsam irgendwie weiter. One could not blame the goblins for their disillusionment. After all, 100 years is a long time to wait for the light in the dark. But she would lift the spell. A spell that has entrapped them all. What? Naja, es klärt sich bestimmt später auf. Wir sortieren erstmal Münzen. Das können wir ja. Das? Hey, eine Münze. Fantastisch. Ah, hast du die falschen Münzen in der Truhe bereits gefunden? Finde sie für mich und du kannst mit dem Spieler sprechen. Ja, habe ich doch gerade schon. Ah, gut gemacht, Mensch. Ah, ich bin ein Kobold, der zu seinem Wort steht. Du kannst nur mit dem Spieler sprechen. Sie nennen dich Licht in der Dunkelheit. Wusstest du das? Du hast um eine Audienz mit mir. Du hast um eine Audienz mit mir ersucht? Du hast eine Audienz mit mir ersucht, also lass mich offen sein. Du suchst deine Zauberrune. Doch warum soll es so einfach sein, hm? Lassen wir, wie es einem Kobold geziemt, dein Glück entscheiden. Ich fordere dich zu einer Runde Kobold-Jong heraus. Solltest du mich besiegen, erhältst du die Zauberrune. Ulala, na da freuen wir uns aber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt irgendwie anders ist als vorher, aber irgendwie glaube ich nicht. Bisschen, also. Vor allem, ich spiele ich ja Mahjong jetzt wieder total für mich alleine und trete ja überhaupt nicht gegen den komischen Koboldknispel an. Macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube nein. Aber okay. Ich nehme das einfach mal so hin. Glück, lerne deine Lektion, Prinzessin. Unterschätze niemals einen Kobold. Unsere Beharrlichkeit hat dieses Schloss und dich am Leben erhalten. Ich habe dir versprochen, dass du deine Zauberrune erhältst und das sollst du auch. Sie ist in der Nähe versteckt. Ich habe dir einen Hinweis dazu aufgeschrieben. Es heißt, dass du uns aus den Fängen der Dunkelheit befreien wirst. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Viel Glück, Licht in der Dunkelheit. Unter dem Teppich ist es ziemlich schmutzig. Unter der dicken Staubschicht befindet sich etwas. Aber da ich eine Prinzessin bin, werde ich auf gar keinen Fall dort reingreifen. Sie sehen aus, als seien sie schon lange Zeit nicht mehr benutzt worden.
Dann streitkolben wir doch jetzt mal den Staub weg. Nicht. Schade. Ich hätte jetzt gerne irgendwie den Staub weggeklöppelt. Diese Statue sieht mich gierig an. Wie gut ist das denn? Äußerst hübsch, oder? Ich finde, wir lassen das so. Erstmal nehmen wir uns noch diese Scheibe hier mit. Oh Gott, hätte ich die anderen Schalter auch anmachen müssen? Ich hoffe nicht. Das ist bestimmt irgendwo vergessen. Besen. Kann ich es jetzt mitnehmen? Holy shit, ein alter Schlüssel, schwer und staubbedeckt. Ah, und jetzt? Ich bin verwirrt. Steht hier irgendwas Nützliches drin? Nein. Mehr Gemüse. Hm. Okay, also brauchen wir für die Maske oder für die Statue oder was auch immer es ist noch einen Hinweis? Können wir hier eigentlich noch irgendwo anders hin? Nicht wirklich, ne? Unten steht geschrieben, Sir Griswold, der Glückspilz. Hm, den können wir nicht kaputt haben, schade. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, wofür wir den Schlüssel brauchen, ehrlich gesagt. Ich möchte aber eben nochmal checken, ob ich hier überall die Schalter angemacht habe. Das habe ich nämlich... War beim Alchemisten noch eins? Ich glaube, beim Alchemisten war noch was, oder? Okay, den Schalter hatte ich angemacht. Juti. Ob im Kutschendepot noch was geht? Also ich gehe nicht davon aus, aber ich gucke einfach mal. Oh, die Dose glitzert nach wie vor. Natürlich. Okay. Jetzt irgendwas. Hm. Also irgendwie. Tja, das brauche ich erst vollständig. Das ist ja auch irgendwie klar. Also fehlt uns auf jeden Fall noch eine so eine Scheibe. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, hier unten geht es erstmal weiter. Nur wo? Auch hübsch, aber offenbar nicht richtig. Meh. Jo, woher soll ich das denn nehmen? Ordne die Edelsteine einem Teil des Gesichts zu. Ein Hinweis zur richtigen Farbkombination muss sich irgendwo finden lassen, ja. So weit war ich auch. Vielen Dank. Nur wo? Wir gucken uns hier nochmal um. Ich habe hier bestimmt irgendwas übersehen. Oder auch nicht. Vielleicht noch im Weinkeller? Nee. Nicht wirklich. Ich meine,
meine, ich könnte es jetzt auch einfach durchprobieren, aber es ist ja nicht mal gesagt, dass ich alle vier Farben brauche. Natürlich. Natürlich. Da kippt sie weg. Ja, der hat totalen Hinweis hinterlassen und ich hab's total übersehen. Es tut mir leid. Ein Lesetisch und ein offensichtliches Buch. Wir gucken uns erstmal das staubige Buch an. Voller seltsamer Symbole. Lass es uns lesen. Ja, kann ich nicht. Ach doch, ich kann es auf den Tisch tun. Und dann kann ich... Kokon-Party machen. In diesem Buch sind 6 Symbole aufgezeichnet. Die Tiere haben ihre Farben verloren. Wohin sind sie verschwunden? Erst beschwert sie sich, dass die Tiere bunt sind, jetzt haben die Tiere die Farben verloren. Was will die denn eigentlich? Der kann man es auch nicht recht machen, ne? Nebel. Die hintere Wand der Bibliothek ist von dichtem Nebel und kaltem Nebel und Nebelnebel überzogen. Bild eines blauen Wolfes. Ernsthaft? Ein weißes Einhornsymbol? Ein stolzer roter Adler. Ein großes Wildschweinsymbol. Ein Hirsch mit großem Geweih. So, eins fehlt aber noch, oder? Hallo? Glaube ich. Ah, die Schlange fehlt noch, okay. Die wird wahrscheinlich hier im Grünen sein, natürlich. Wo auch sonst. Vier der Symbole leuchten, zwei hingegen nicht. Ja, ist ja schade. Ja, ich kann da aber auch gar nichts damit machen. Okay. Oh, Moment. Ah, Moment. Moment. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Gucken. Der und der. Okay. Haha. Geheimnisvolle Zeichnung. Okay. Wait, what? Das ist ein Wimmelbildspiel?